Das ist David Gandy, das bestbezahlte Männermodel der Welt. Mhm. Aber wie lebt so ein Supermodel eigentlich privat? Unsere Reporterin Julia Ebeling durfte diesen Mann in London besuchen und hat natürlich auch mal nachgefragt, ob der 33-Jährige noch zu haben ist. Ich bin gespannt. Ja. Die letzten Stufen. David Gandy wohnt ganz oben. Wie passend. Ich bin gespannt. Zu Hause beim heißesten Typen der Welt. Hi David, schön dich kennenzulernen. Hallo, finde ich auch. Komm rein. Danke. In der Küche wartet er schon, überlebensgroß. In echt wirkt David aber gar nicht überheblich, sondern im Gegenteil, sehr bodenständig. Überraschend. David, ich habe dir deutsches Frühstück mitgebracht. Ey, toll. Ich hoffe, du magst es. Puh, steht einem entspannten Frühstück also nichts im Wege. Um den Kaffee kümmert sich David höchstpersönlich. Das kommt angeblich selten vor. Ich bin ja ständig unterwegs. Reisen ist mein Leben. Und magst du das? Ja, ich liebe es. Und das sieht man, David bei der Arbeit. Dieses Werbeshooting 2010 brachte ihm endgültig den Durchbruch. Kein Wunder. Und so verdient er heute sein Geld. Immer im Mittelpunkt, umgeben von schönen Frauen. Doch das heißt rein gar nichts, sagt er. Ich bin schüchtern, ich bin wirklich sehr schüchtern. Ja klar, wirklich? Ja wirklich, das glaubt mir kaum einer, aber es ist so. Fällt mir tatsächlich schwer zu glauben, auch dass dieser ausgeschlafene Typ eigentlich ein Morgenmuffel sein soll. Ich bin morgens nicht sehr gesprächig. Bevor ich nicht mindestens 4 Tassen Kaffee hatte, bin ich nicht ansprechbar. Hab ich ein Glück. Richtig gesprächig wird David beim Thema, klar, Männermode. Gute Schuhe sind wichtig, weil Frauen erkennen das sofort. Wie viele Schuhe hast du? Ich habe gar nicht so viele. Ich glaube, es sind so 10 Paar, mehr nicht. Ein Supermodel und nur 10 Paar Schuhe? Ich werde das noch überprüfen. Leider komme ich beim Frühstück nicht in den Genuss, Davids kulinarische Künste zu testen, denn er kocht gerne. Keine meiner Ex-Freundinnen hat gekocht, keine einzige. Und das ist gut so, weil wenn man 2 Chefs in der Küche hat... Nein, dann wird's kompliziert. Ja, dann gibt's Krieg. Keiner traut dem anderen. Nach dem Motto, mach es so, nein, mach es lieber so. In der Küche hat der 33-Jährige also gern die Hosen an. Im Bad allerdings lässt er sich gern was von Frauen sagen. Ich glaube, Männer pflegen sich mehr, wenn sie eine Freundin haben. Ja, mit ihren Sachen. Wenn ich eine Freundin habe, benutze ich ihr Zeugs immer mit und merke, oh, das ist toll für die Haare zum Beispiel. Und dann noch was für die Augen. Ja, ganz genau. Aber ich habe gehört, momentan hast du keine Freundin. Stimmt ja, das stimmt schon. Ich habe momentan keine feste Freundin. Also keine Gesichtscreme gerade? Nein, genau. Ach, Gesichtspflege wird doch auch völlig überbewertet. Bei den Augen. Und apropos Frauen, ist er ein Gentleman? Yes. Ja, ich bin total altmodisch. Das ist doch gut. Nein, manche Frauen mögen das, manche nicht. Ich würde gern noch weiter plauschen, aber David muss zum Flughafen, das nächste Shooting wartet. Bevor ich gehe, kann ich mir aber das nicht verkneifen. Ein kurzer Blick auf den Schuhschrank und tatsächlich, ich staune. Sehr übersichtlich. Ich ziehe bald um und deshalb ist es nicht so aufgeräumt. In not the best order. Aufgeräumt hin oder her. Er ist ja auch nur ein Mensch und ich bin froh, dass er mir genau das sehr offen gezeigt hat.